In diesem Video berechne ich die Lohnsteuer für das Weihnachts- und Urlaubsgeld, also für Sonderzahlungen für das Land Österreich. Ausgangslage ist ein Monatsgehalt von 5.000 Euro und angegeben ist zusätzlich die Sozialversicherung, und zwar für den Dienstnehmeranteil, für das Urlaubsgeld mit 856 Euro und für das Weihnachtsgeld mit 808,60 Euro. Und wir haben für beide Sonderzahlungen die Lohnsteuer zu berechnen. Wichtige Vorbemerkung: Bei Sonderzahlungen gibt es zwei Merkmale. Einerseits haben wir einen ermäßigten Steuersatz. Hier beträgt die Lohnsteuer durchgehend 6%. Und zusätzlich gibt es noch einen Freibetrag, und zwar für das ganze Jahr in der Höhe von 620 Euro. Ich markiere diese wichtigen Daten noch mit Farbe. Berechnen wir nun die Lohnsteuer für das Urlaubsgeld und beginnen wir mit der Berechnung der sogenannten Lohnsteuerbemessungsgrundlage, also von dem Betrag, von dem dann die Lohnsteuer selbst berechnet wird. Wir beginnen mit der Urlaubsbeihilfe. Sie wird in der gleichen Höhe gebildet wie das Gehalt, also wiederum 5.000. Abgezogen wird einerseits der angegebene Sozialversicherungsbeitrag von 856 Euro und der eben erwähnte Freibetrag in der Höhe von 620 Euro. Das gibt schlussendlich eine Lohnsteuerbemessungsgrundlage in der Höhe von 3.524 Euro. Und von diesem Betrag berechnen wir jetzt die Lohnsteuer, also die oben erwähnten 6%. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann den Betrag mit 0,06 multiplizieren oder einfach mit dem Taschenrechner mit 6% berechnen. In beiden Fällen ergibt sich eine Lohnsteuer für das Urlaubsgeld in der Höhe von 211,44 Euro. Auch dieses Ergebnis markiere ich mit Farbe. Was jetzt noch fehlt, ist die Berechnung der Lohnsteuer für das Weihnachtsgeld. Wiederum ist hier zwar die Ausgangsbasis 5.000 Euro und auch hier ziehen wir eine Sozialversicherung ab, und zwar in der Höhe von 808,60 Euro. Der Freibetrag entfällt dir aber. Das heißt, hier ist die Lohnsteuerbemessungsgrundlage höher wie beim Urlaubsgeld. Und zwar beträgt sie hier 4.191,40 Euro. Und von der berechnen wir jetzt die Lohnsteuer. Und zwar wiederum, was gleich bleibt, mal 0,06 oder mal 6% mit dem Ergebnis von 251,48 Euro. Damit hätten wir auch die Lohnsteuer für das Weihnachtsgeld berechnet. Zum Schluss noch einmal das Wichtigste zusammengefasst. Die zwei Sonderregelungen bei Sonderzahlungen. Der ermäßigte Steuersatz für die Lohnsteuer beträgt hier 6% und zusätzlich gibt es einen Freibetrag pro Jahr in der Höhe von 620 Euro. Das war's auch schon wieder. Bis bald bei einem weiteren Video hier auf diesem Kanal.